30 Nationalmannschaftseinsätze. Michael, gebürtiger Hamburger im Übrigen, wie kommt das, dass der Norddeutsche so wenig Affinität hatte in den letzten Jahren zum Basketball? Ich glaube, man muss ein bisschen mehr Mühe reinstecken, halt den Kontakt suchen, auch zu den potenziellen Zuschauern. Und das hat man vielleicht in der Vergangenheit so ein bisschen vernachlässigt. Und wenn man sich darum bemüht, dann wird das auch hier in Hamburg klappen. Der Saisonstart für die Hamburger, der war exzellent. Wir sind momentan bei einer Partie des 5. Spieltages. Und die ersten 4 Partien waren recht positiv. Da gab es 3 Siege, nur eine Niederlage für die Hamburger, von der man am Anfang der Saison gar nicht so wusste, wo stehen die überhaupt im deutschen Basketball. Schauen wir auf die Tabelle und da werden wir sehen, wo sie stehen. Da sehen wir nämlich hier auf Rang 3 BC und Hamburg mit 6 Punkten aus 4 Spielen. Und auf Rang 6 die Opel Skyliners aus Frankfurt, der heutige Gegner. Gestern gab es bereits ein Spiel. Die Bonner gewannen in Würzburg und sind deswegen auf Rang 4 gerutscht. Da sehen wir noch hier den unteren Teil der Tabelle, der für heute nicht so interessant ist. Aber wenn Sie da Ihr Lieblingsteam mal wiederfinden wollen, bis Rang 14 geht es runter in der S. Oliver Basketball Bundesliga. Ja, kommen wir also zum heutigen Gegner. Da haben wir die Opel Skyliners aus Frankfurt mit einem Spieler, Derek Taylor, der Lothar Matthäus des deutschen Basketballs, wenn man so will. Er wird nächsten Monat 37. Er spricht ein bisschen besser Englisch als Lothar. Michael, wie kann es sein, ein Spieler, der quasi als Notnagel verpflichtet wurde, weil die ersten beiden Point Guards verletzt sind, dass der so gut einstieg und so wichtig wird für seine Mannschaft? Der große Vorteil ist, dass Derek Taylor halt kein Unbekannter ist in der Liga. Er kennt die Liga, auch wenn sie sich von Jahr zu Jahr verändert. Und er hat sich hervorragend eingeführt. Ich glaube, das ist auch ein Glücksfall für Frankfurt. Also, das wird ein ganz wichtiger Mann heute, Derek Taylor von den Opel Skyliners aus Frankfurt. Ich habe ihn diese Saison schon zweimal gesehen. Zweimal hat er mich fast vom Sockel gerissen. So gut hat er gespielt. Die Frankfurter sind auswärts sehr stark, haben 2 Spiele gewonnen auswärts. Daheim beide verloren. Deswegen also derzeit ihr nicht ganz so guter Tabellenstand. So, das war der erste Eindruck aus der Alsterdorfer Sporthalle in Hamburg. Sie sehen schon, wir sind auf dem Weg zu einer guten Basketballshow. Und ich bin sicher, Sie bleiben bei uns, denn es gibt nicht nur Basketball zu sehen. Wir sind in Hamburg, da gibt es immer noch ein bisschen mehr. Bis gleich. Da sind Sie aufmerksam, die Spieler des BC Sport Hamburg, und schauen noch mal 1,5 Stunden vor dem Spiel genau zu bei einer Videoanalyse des heutigen Gegners, nämlich der Opel Skyliners. Es wird sehr gewissenhaft genommen, diese Vorbereitung bei den Hamburgern. Ich sage, Michael, warte mal eben, du hast dein Haar. Darf ich das einsenden oder ist das? Ja. Okay, nicht, dass du am Ende der Saison nicht mehr hier sitzt. Also ja, so weit wollen wir nicht kommen. Habt ihr euch früher auch so gewissenhaft vorbereitet, hier mit Videoanalyse vor dem Spiel nochmal? Ich glaube, dass das heute notwendig ist, um sich halt auch, ich sag mal, einzustimmen, um die Stärken zu erkennen vom Gegenspieler, um dann halt auch vorbereitet zu sein und nicht blauäugig in so ein Spiel reinzulaufen. Ja, das werden die Hamburger hoffentlich nicht tun. Haben ja auch gesundes Selbstvertrauen. Da haben wir mal einen Spieler mit rausgenommen bei den Hamburgern, für den es heute eine ganz wichtige Partie werden könnte, nämlich Marc Suhr. Ein langer Mann, 2,15 Meter groß, ein Center. Und er wird eine ganz bedeutende Rolle spielen. Links im Bild, da haben wir ihn, ein sehr erfahrener Spieler. Und rechts, das ist Tyron McCoy von den Opel Skyliners. Den haben wir uns mal rausgefischt, damit Sie sich so das Gesicht ein bisschen einprägen können als einen der wichtigen Spieler bei den Frankfurtern. Michael, wo siehst du das? Der Marc Suhr als ein langer Spieler und Tyron McCoy als ein schneller Point Guard. Wie wird das sein? Wird das so das Spiel sein, die Hamburger mehr über die Langen und Frankfurt mehr über die schnellen Guards? Ich glaube, es ist wichtig für die Hamburger, dass sie versuchen, über Marc zu gehen. Mehr, als sie das vielleicht in den ersten 3 Spielen gemacht haben. Im 4. hat es schon sehr gut geklappt. Und Tyron McCoy braucht man nicht viel zu sagen. Er sucht seine Chance, teilweise alleine im 1 gegen 1. Aber halt auch im Zusammenspiel mit dem Rest der Mannschaft. Es wird nicht einfach. Das Problem bei den Frankfurtern ist halt, dass sie so unkonstant spielen. Vor ein paar Tagen im Europapokal haben sie saftig verloren in London und konnten hier gar nicht mal so richtig trainieren in Hamburg. Wie ist das? Da hat man vorher so gut gespielt, dann im Europacup eine Schlappe. Kann man das schnell vergessen als Spieler und sich wieder auf das Tagesgeschäft hier konzentrieren? Ich hoffe, dass wir es schaffen, dass wir ein hochklassiges Spiel sehen. Und die Frankfurter haben schon einige Wechselbäder jetzt hinter sich nach dem kurzen Beginn der Saison. Und ich hoffe, dass sie zu ihrem Spiel finden. Psychologisch ist sicherlich Hamburg im Vorteil. Sie haben bisher spielerisch sicherlich mehr überzeugt. Alles klar. Also wir sehen schon, es wird ein enges Spiel werden. Wir können uns gar keinen Favoriten irgendwie raussuchen. Beide Mannschaften haben so ihre Auf- und Abs gehabt in den letzten Wochen. Und wir sind gleich wieder zurück. Ja, ich war noch mal in den Kabinen, habe mich noch mal umgehört und es gibt heute Probleme mit den Ringen.
Warum, fragen Sie? Weil beide Teams diese Ringe nicht besonders gut kennen. Die Hamburger trainieren nur einmal in der Woche in dieser Halle und dann ohne diesen Boden, der hier ist, der Parkettboden. Das heißt, die Ringe sind anders als in ihrer normalen Halle, viel härter, der Ball springt weiter ab. Ja, und die Frankfurter, die haben noch gar nicht hier trainiert. Die sind nämlich erst kurzfristig angereist, haben heute keine Trainingszeit bekommen und deswegen spielen sie heute zum ersten Mal auf diese Ringe. Das die letzten Infos, zurück zu unseren beiden erfahrenen Kommentatoren. So, da sind wir wieder. Ja, das House Girls, die Mann Girls. Dass es in einer Minute losgeht, genau so ist es. Wir zeigen Ihnen mal schnell, wer hier überhaupt gegeneinander spielt. Beginnen mit der Starting Five der Opel Skyliners. Und da sehen wir erst einmal Robin Grey, Gerrit Herdenger und James Shields. Das sind die drei Langen, wenn man so will. James Shields auf der Center-Position, Gerrit Herdenger und Robin Grey dahinter. Und dann, wie schon angesprochen, Tyron McCoy und Derek Taylor. Das sind die beiden. Wenn Ihnen das alles zu viele Namen sind, merken Sie sich mal einfach nur die beiden. Die 4 und die 12 bei Frankfurt. Das ist der Trainer Stefan Koch. Sehr engagierter, sehr disziplinierter Coach bei den Frankfurtern. Und dann zeigen wir Ihnen mal, wer die Gastgeber hier sind. In der Alsterdorfer Sporthalle. Das ist BCJ Hamburg, die Tigers, wie sie genannt werden. Und auch da beginnen wir mit den Langen am Brett. Und da haben wir Marc Suhr mit der 8, den wir Ihnen kurz vorgestellt haben. Dazu noch Konstantin Fuhrmann und Frederik Herzog auf der Position 3. Ein Amerikaner, auch auf den sollte man achten. Und der Aufbauspieler ist Dwayne Woodward. An seiner Seite der sehr erfahrene Stephen Johnson. So, da bleibt noch eine Formalität übrig. Rechts im Bild, das ist Peter Schumers, der Trainer der Tigers. Ein sehr lockerer Typ, der selbstbewusst, sehr entspannt vor diesem Spiel. Und da ist natürlich ganz klar, dass das Maskottchen auch ein Tiger sein muss. Da haben wir einen der beiden Schiedsrichter ganz kurz im Bild gesehen haben. Das sind die Herren Resser und Brause. Das hier ist Efim Resser aus Berlin. Kommt der Mann hinüber an die Wartekant für dieses Spiel. Also, ich hoffe, wir haben Ihnen ein bisschen Appetit gemacht auf dieses Match live aus der Alsterdorfer Sporthalle. Die BCJ Hamburg Tigers mit Marc Suhr gegen die Opel Skyliners aus Frankfurt. Also zwei Metropolen, die noch gar nicht so lange Basketball zeigen. Die Frankfurter sind ja quasi eine Adoptivmannschaft aus Rhöndorf vom Rhein an den Main gezogen vor einem Jahr. In den gelben Trikots, das sind die Gastgeber, das sind die Hamburg Tigers. Das war letztes Jahr die Verpflanzung von Rhöndorf nach Frankfurt. Aber die haben sich bisher ganz gut etabliert da unten in Frankfurt. Es ist natürlich immer ein bisschen mühsam, wenn man aus solchen Städten weggeht wie Rhöndorf, wo Basketball ein richtiger Kultsport war. Und dann verpflanzt man das in eine Metropole, weil man denkt, da kann man ihn besser vermarkten. Das ist ein ewig langes Thema. Basketball kommt ja ursprünglich aus den Universitätsstädten, wie zum Beispiel in Göttingen oder in Heidelberg, in Gießen. Und ist jetzt so ganz allmählich auf dem Weg, auch die Metropolen in diesem Lande zu erobern. Einzig und allein natürlich auch deswegen, weil da viele junge Zuschauer sind, viele junge Fans, die sich für Basketball interessieren. Überraschender Pfiff, konnte ich aber schlecht erkennen, dass wirklich ein Foul war. Also zu Beginn des Spiels, ganz kurz der Hinweis hier, da sehen wir, werde ich immer wieder mal sagen, vielleicht den wichtigsten Mann bei den Frankfurtern, Derek Taylor. Mit der 8 Robin Grey, nicht verwundern, der wird zwar Grey geschrieben, aber Grey ausgesprochen. Und die ersten Punkte von Derek Taylor. Wie schon erwähnt, im nächsten Monat wird er 37 Jahre alt, hat nur einen 2-Monats-Vertrag bei den Skyliners, der läuft Ende Oktober aus. Der spielt quasi wie auf einem Präsentierteller. Er weiß natürlich, dass die Vereine schielen und schauen, ob sie ihn vielleicht verpflichten können. Rebound-Arbeit von Woodward. Und ein schönes Dribbling. Also die Hamburg Tigers haben sich vorgenommen, die Angriffe schnell abzuschließen.
Peter Schumacher, der Trainer, hat gesagt, es kann durchaus sein, dass wir in der Defensive da Probleme bekommen gegen die Frankfurter. Wir müssen einfach offensiv schnell punkten, schnell abschließen. Der Versuch der Frankfurter, über den langen Shields zu spielen gegen Maxi. Und ja. Schrittfehler. Das war ein Schrittfehler. Er ist ein großer, ein kantiger Spieler, Marc Suhr. Nicht sehr schnell, aber er ist sogar ein Baum in der Verteidigung. Also wenn er unter dem Korb steht, dann irritiert er ganz einfach jeden, der da irgendwo in die Nähe reinkommt. Da ja auch sein Spitzname, Forrest, ja. Der Wald. Genau. Von Forrest Gump, dass er so läuft wie der Akteur in dem berühmten Film, kann es eigentlich nicht kommen. Amerikaner bei den Hamburgern, Frederik Herzog, ein erfahrener Mann, 30 Jahre alt, mit 13. Und man sieht, dass die Hamburger auch versuchen, jetzt gerade auch ihren Marc Suhr ins Spiel reinzubringen. Weil in einigen Spielen waren sie sehr stark auf die Außen, also sprich auf Herzog und Woodward, angewiesen bei den Punkten. Sie versuchen das jetzt ein bisschen auszubalancieren. Das ist wichtig, dass er halt auch ein bisschen Selbstvertrauen da bekommt. Gezogen und sich gut durchgesetzt. Dwayne Woodward, der Schütze, er soll so ein bisschen der Führungsspieler werden bei den Hamburgern. Peter Schumacher ist noch nicht ganz zufrieden, manchmal mit der Einstellung des Amerikaners im Training ein bisschen zu negativ sein. Und hier das Duell Taylor gegen Woodward, wunderschön abgelegt vom Amerikaner auf der anderen Seite von Derek Taylor. Tolles Ballgefühl. Das muss man erstmal machen, über so einen langen den da rüber zu heben. Ja, versuchen die Frankfurter zu doppeln. Im Block gestellt wird. Also mit zwei Verteidigern auf den Ballführenden zu gehen. Nutznießer ist Konstantin Fuhrmann, ein 24-Jähriger aus der Ukraine. Ein sehr junges Talent, ein gutes Talent. Neulich eine Einladung bekommen zur A-Nationalmannschaft der Ukraine. Foulspiel. Da ist Gerhard geschickt zum Rebound gegangen. Aber er muss auch wirklich bis zum Brett durchgehen und seinen Körper da einsetzen. Ansonsten kriegt man heutzutage, glaube ich, gar keinen Rebound mehr. Foulspiel von Konstantin Fuhrmann. Gerrit Terdenge, dieses Jahr noch in Leverkusen gespielt. Wird mal Zeit für den großen Durchbruch bei Gerrit Terdenge. Ja, ich glaube, er ist immer noch ein Riesentalent. Die ganz große Konstanz hat er, glaube ich, noch nicht gezeigt. Wobei ich dazu sagen muss, letztes Jahr konnte ich es kaum verfolgen, weil nichts gezeigt wurde im Fernsehen. Unglaublich, kann gar nicht sein. Hat sich in diesem Jahr alles geändert. Hier ist Oliver Basketball Bundesliga jeden Samstag live im DSF um 20.15 Uhr. Und ich hoffe, Sie haben auch das Magazin gesehen auf Sat 1 jeden Samstag um 18 Uhr. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum hat er geworfen? Er musste. Die 24-Sekunden-Uhr war praktisch kurz vorm Ablaufen. Insofern war er dazu gezwungen. Das Neue in diesem Jahr. Und manchmal merkt man halt, dass es dann etwas hektischer wird. Die Mannschaften haben sich noch nicht so 100%ig daran gewöhnt, dass man jetzt 6 Sekunden weniger Zeit hat für einen Angriff. Jetzt ist also NBA-Standard eingeführt, auch in der S-Oliver Basketball Bundesliga. 24 Sekunden für einen Angriff. Der Ball muss bis dahin im Korb sein, wenn man der Ball die Hand verlassen hat. Und der Ball geht rein und unterwegs, sage ich mal, klingelt die 24 Sekunden nur, dann dreht der Korb, geht er nicht rein. Wird abgepfiffen, es gibt einen Wurf. Geschickte Körpertäuschung von Taylor und Woodward ist vorbei. Foulspiel. Geiler Nummer 8. Das ist das zweite Foul von Robin Grey. Und dann macht sich ja schon der erste Spielerwechsel bei Frankfurt gleich bereit. Walter Palmer kommt ins Spiel. Ein langer Mann, den wir in der ersten 5 vermutet haben.
aber das sind 3 Sekunden, die Marc Suhr da eigentlich in der Zone steht. Naja, vielleicht profitieren die Hamburger davon, dass die Augen auf Konstantin Fuhrmann gerichtet waren von den Schiedsrichtern, der hier ablegt zum 8:7 für die Tigers. Jetzt muss Suhr aufpassen, das ist immer eine gefährliche Situation. Er ist ja ein Spieler, der sehr leicht Fouls bekommt. So. Mir gefällt das nicht so gut, wie Shield sich da im 1 gegen 1 versucht, gegen Suhr durchzusetzen. Dann ist das aus einer Position und weniger aus der Bewegung raus. Er ist schneller als Suhr. Er sollte mehr aus dem Tempo kommen. Abposten von Herzog. Ja, das sah eigentlich ganz gut aus, aber dann der Fehlwurf, jetzt der angekündigte Spielerwechsel. Robin Grey geht. Der längste im Team bei den Skyliners. 2,14 Meter. Ein ganz erfahrener Mann, 30 Jahre alt. Schöner Rebound. Und viel Zeit von außen für Woodward. Schlechte Quote aus dem Feld in dieser Phase für die Tigers und ein Katastrophenanspiel auf Derek Taylor. Steven Johnson profitiert, kurze Täuschung, will das Foul ziehen. Schöner Shotblock von Walter Palmer und dann das Foul von Garrett Terdenge. Also viel Action in dieser kurzen Phase, wenig Punkte. Die Trefferquote ist noch nicht allzu hoch. Aber man merkt ganz einfach, dass vielleicht noch ein bisschen Verkrampfung da ist. Beide müssen noch ein bisschen ins Spiel finden, beide Mannschaften. Das gibt den Bonus-Freiwurf für den jungen Mann aus der Ukraine. Den er sich da unter dem Korb durchsetzt und beim Korb führt. Das ist ganz ordentlich, was Konstantin Fuhrmann hier in den ersten Minuten zeigt. Auch in der Defensive, gute Rebound-Arbeit. Ein sehr variabler Spieler. Letztes Jahr in Polen gespielt. Lublin. Und das gibt 2 Punkte. Der Ball auf dem Ring, dann ist er frei. Und dann reicht ein kleiner Tipp zum Tipp in, der 2 Punkte. Also Woodward als Aufbauspieler über einen langen Mann reingetippt. Respekt. Tyron McCoy bisher noch überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Hat ein katastrophales Spiel unter der Woche beim Europacup in London, machte da nur 5 Punkte, nachdem er in der Bundesliga bisher ja einer der Stützen war im Team der Skyliners. Terdenge, schöne Bewegung zum Korb. Ja, da liegt der Vorteil bei den Frankfurtern, die langen Leute sind etwas schneller und sie sollten dann halt auch von außen eben vielleicht ziehen, wie es Gerrit gerade gemacht hat, weil schützt die Hamburger etwas langsamer ein. Klassische Powerbewegung, schwer zu verteidigen, weil da kommen, ich weiß nicht genau, wie es bei Marc ist, aber ich würde mal sagen, so 110 Kilo, 115 Kilo auf einen Zug. Das ist schon eine Menge Holz, die man nicht so einfach verdrängen kann. Genau. Und das Problem bei Marc Suhr ist in solchen Situationen eigentlich nur, er hat oftmals die Chance, nah am Brett zu sein und zu punkten, aber er legt dann den Korbleger noch daneben. Das heißt, das hätte eigentlich auch ein gutes 3-Punkte-Spiel werden können. Er war sehr nah dran am Brett, aber er legt dann den Korbleger daneben, muss an die Freiwurflinie, macht aber so, wie es aussieht, nee, macht doch nur einen, statt möglicher 3 Punkte. 13:11, die Führung für die Gastgeber, für die Hamburg Tigers. Schön durchgesteckt. Genau das, was du gerade angesprochen hast, Michael, nämlich, dass die langen Leute wie Shields, wie Walter Palmer bei den Frankfurtern deutlich schneller sind. Und so hat es auch Coach Stefan Koch gestern angekündigt, hat gesagt, wir werden versuchen, die etwas langsameren Brettcenter bei den Hamburgern unter Druck zu setzen. Denn wenn nun so ein Marc Suhr dazwischen geht bei solchen Aktionen gerade, dann wird er schnell Fouls kassieren.
Die Tendenz im Spiel ist irgendwo jetzt in den ersten Minuten, es wird sehr viel unter den Korb verlagert von beiden Mannschaften. Ich glaube, wir haben noch gar keinen Drei-Punkt-Wurf gesehen. Ja, es ist schon etwas aufregend. Peter Schumas reagiert, nimmt Marc Suhr raus, bringt dafür damit zum Tagic. Danke, der Herzog hat die Antwort gegeben, jetzt haben wir einen Dreier. Dafür ist er verpflichtet worden, der Amerikaner. Das war Sinn und Zweck, hat Peter Schumas gesagt, als er auf den Einkaufszettel geschaut hat. Da muss ein Drei-Punkte-Schütze her. Der fehlt noch. Und er hat gerade bewiesen, dass er dafür der richtige Mann ist. Und hier mit dem Stil. Ganz toll spekuliert von Herzog. Er hat das geahnt, dass der Ball da hinkommen soll. Und der Block von Parma. Das ist einer der besten Shotblocker in der Liga. Ein exzellentes Timing, tolles Wurfgefühl. Ein prima Auge und hat gerade gezeigt, wie wertvoll er in der Defensive ist. Damit im Rebound, wieder Walter Parma. Erst in einer Woche wieder voll im Training, voll im Programm. Offensiv-Rebound und er zählt die Chance auf drei Punkte für Robert Maras. Ja, das gibt die erste Auszeit in diesem Match. Wir schauen mal ganz kurz auf zwei Spieler, die bisher hier in den ersten Minuten schöne Aktionen gezeigt haben. Und zwar die beiden Guards. Einmal haben wir da Dwayne Woodward und einmal Derek Taylor. Er dribbelt nach vorne und macht aber auch direkt Druck. Setzt sich prima durch. Eine Täuschung tief und dann mit der linken Hand mal vorbei. Das ist schon klasse, brauchen wir sehr viel Ballgefühl für. Hier Derek Taylor geht an der Grundlinie durch und legt über den langen Marc Suhr ab. Ja, also man sollte das selber mal ausprobieren, das ist verdammt schwierig. Es wird ja schließlich auch dunkel unterm Korb, wenn Marc Suhr da auftaucht. Da braucht man viel Ballgefühl, viel Selbstvertrauen. Aber ich glaube, das ist wichtig als Aufbauspieler eben, sich den Respekt zu verschaffen. Durchzuziehen, auch den langen Leuten zu sagen, okay, du bist lang, aber du musst halt auch mich verteidigen können. Und wenn man halt nur immer auf ein Glück hofft, von außen zu werfen, dann wird es sicherlich schwierig. Also das Spiel ist von beiden Seiten her bisher gut kontrolliert worden, auch wenn einige Fehlwürfe dabei waren. Das sehen wir nochmal, das ist ein toller Block von Walter Parma. Ans Brett genagelt, klasse gemacht. Vom langen Amerikaner, der mal in der Preseason, in der Vorbereitungssaison der NBA bei den Chicago Bulls mitspielen durfte. Große Ehre für ihn. Leider hat es dann zu mehr nicht gereicht. Wieder guter Rebound von Fuhrmann. Zwei Würfe sind die Frankfurter noch nicht in ihrem Rhythmus. Geschickt gemacht. Er war in einer brenzlichen Situation. Es waren für sich sehr gut verteidigt, auch von Maras. Aber halt den Einwurf rausgeholt. Ein beliebtes Mittel, einfach den Gegner den Ball an den Körper zu werfen. Klappt oft. Frederik Herzog, der Amerikaner mit dem urdeutschen Namen. Ja, und da sind gleich zwei Gelbe beim Rebound. Klasse Einsatz. Wieder Fuhrmann dabei. An der Dreierlinie steht Herzog frei und Daniel Kurtagic. Vielleicht wird der Pass nach außen auf Herzog. Da sind wir. Der war frei. Also er hat Selbstvertrauen bis Oberkante Unterlippe. Das merkt man, dass er bisher eine klasse Saison spielt. Derek Taylor. Darf man nicht vergessen, die beiden Standard-Point-Guards der Frankfurter, Kai Nürnberger und Pascal Roller, sind verletzt. Und daraufhin wurde er, wie schon erwähnt, als Notnagel verpflichtet mit einem 2-Monats-Vertrag. Von draußen Carsten Heinichen. Zu 17. Erste Viertel noch. 25 Sekunden zu spielen, und das ist ja eine Sache, an die man sich erst noch gewöhnen muss in dieser noch jungen Saison, dass jetzt hier im Viertel gespielt wird. Das Ganze gibt doch einen anderen Rhythmus. Ja, es gibt mehr Einflussmöglichkeiten halt auch vom Trainer aus. Man hat praktisch jetzt auch mehr Auszeit.
Ja, sehr engagiert am Spielfeld ran, Stefan Koch. Er lebt das Spiel an der Seite richtig aus. Letzte Woche in Bonn war es so. Die Mannschaft gewann ja in Bonn. Und am Ende, er tobte da rum wie eine Furie. Als ob er gar nicht zufrieden wäre. Was war einfach nur ein Zeichen äußerster Anspannung. Und gestern habe ich mit ihm telefoniert. Auf dem Weg waren sie da im Bus von Frankfurt nach Hamburg. Ganz konzentriert war er. Und plötzlich hörte ich nur, wie Stefan Koch sagte: Hey, raucht der da vorne, der Busfahrer? Raucht der? Sagt er mal, der soll die Zigarette ausmachen. Da war er auf 180, als er mitkriegte, dass der Busfahrer vorne sich eine angesteckt hatte. Also Konzentration und vor allen Dingen Professionalität bis hinein in den Mannschaftsbus. Ja, als Trainer ist man immer Perfektionist, egal wie das Spiel ausgegangen ist, dass man hoch gewonnen hat. Man findet immer noch Sachen, die man verbessern kann. Da sehen wir, rechts daneben ist übrigens die Co-Trainerin Daphne Busigo, eine Diplom-Sportlehrerin aus Köln, früher in Rhöndorf gearbeitet, seit über einem Jahr an der Seite des Cheftrainers in Frankfurt. Er macht viel da, Konstantin Fuhrmann. Er gefällt mir ausgezeichnet. Ackert unter dem Korb in der Defense wie in der Offense. Und dazu noch ein korbgefährlicher Spieler. Die letzten Sekunden laufen und 3 Sekunden vor dem Ende des ersten Viertels. Frederik Herzog noch von draußen zum 22:18. Also ein versöhnlicher Abschluss dieses ersten Viertels. Das, seien wir ganz ehrlich, etwas langsam anging, aber beide Mannschaften haben sich im Laufe dieses Viertels steigern können. Die 4-Punkte-Führung für die Tigers und wir sind gleich wieder da in der Alsterdorfer Sport. Sporthalle zu Beginn des zweiten Viertels, eine 22:20 Führung für die Gastgeber, die hier in den gelben Trikots spielen. Damir Kurtagic haben wir da gerade im Bild gesehen. Eine ganz interessante Partie, denn die Hamburger, sie haben die Chance, heute Abend so ein bisschen ins Rampenlicht der Basketballöffentlichkeit zu kommen. Ich habe es ja eingangs der Sendung schon erwähnt, Basketball in Hamburg, das hat bisher noch nicht so den ganz großen Stellenwert gehabt. Jetzt also nicht nur für die Hamburger, sondern auch für uns. Beim DSF eine Premiere. Hier in Hamburg waren wir noch nie zum Basketball. Wir freuen uns umso mehr, dass wir mal aus dem hohen Norden berichten können in der Partie gegen die Skyliners aus Frankfurt. Da waren wir ja schon mal zu Gast in der Jahrhunderthalle. An der Freiwurflinie Daniel Kurtagic. Gerade wenn jetzt auch mal Hamburger zugucken. Wenn Ihnen das hier gefällt im Fernsehen, kommen Sie mal zum Live-Spiel. Weil das kommt noch einiges besser rüber und es lohnt sich. Da ist wirklich was los. Es wird fast nie langweilig wie 0-0 im Fußball. Ja, Kinders, hört auf den gebürtigen Hamburger Michael Papert, der mir hier heute Abend zur Seite sitzt. Mittlerweile in Oldenburg daheim. Richtig. Also nach wie vor im norddeutschen Flachland. Zu Hause. Tyron McCoy, Derek Taylor, die beiden wichtigsten im Spiel. Aber vielleicht geht jetzt mehr über Walter Palmer. Ein schneller, ein sehr beweglicher Center, deutlich schneller als Marc Suhr. Und dann das Foul. Jetzt muss ich mich am Schiedsrichter orientieren, denn da habe ich nicht genau hingeschaut. An Maras, ja doch. An Robert Maras. Nein, gar nicht wahr. An Herzog, was rede ich? Die 13 in Gelb. Mit dem Foul. Derek Taylor, Tyron McCoy. Hamburg hat jetzt umgestellt, sie spielen eine Zone. Und ich glaube, dass das eine ganz gute Variante ist, weil Frankfurt hat noch nicht bewiesen, dass sie von draußen gut treffen können. Sie schaffen es aber jetzt, ich sag mal, auch in Nähe des Korbs zu kommen. Ich glaube, die taktische Variante von Peter Schumas ist da eine gute Idee, weil die müssen erstmal beweisen, dass sie von der 3-Punkt-Linie erfolgreich sind. Schönes Anspiel und dann der Block von Walter Palmer. Das ist ja irre, was der da hinten alles wegräumt gegen Marc Suhr.
Und dann sitzt er schon wieder und steht, er, besser gesagt, an der Drei-Punkte-Linie. Das ist ja die schöne Sache bei Walter Palmer. Der kann alles. Der kann auch von draußen werfen, von der Dreierlinie. Ausgeblockt von Palmer und dann der Rebound doch bei Dwayne Woodward. Oh, klasse Bewegung von ihm. Viel Körpergefühl. Der Mitbrett, Carsten Heinichen. Hier nochmal Walter Palmer. Ich denke mal, dass sie wieder versuchen werden, Palmer ins Spiel zu bringen. Das Interessante mit den Hamburgern ist, dass sie, wie Michael gerade schon gesagt hat, die Verteidigung umgestellt haben und das auch noch einige Male tun werden. Das hatten sie im Vorfeld angekündigt, dass sie die Verteidigungssysteme ständig wechseln werden, um die Frankfurter ein bisschen zu verwirren. Das ist ihnen fast gelungen. Der Korb zählt nämlich. Das war ein letzter so ein Beispiel. Ja, da hatten wir die Sirene, ging jetzt. Aber der Ball ist drin. Dann ist es keine Verletzung der 24-Sekunden-Regel. Wenn der Ball die Hand verlassen hat und die Sirene dann klingt, sind es trotzdem zwei Punkte, wenn der Ball drin ist. Ja, da ist er ganz frei. Da guckt er für meinen Geschmack eine Sekunde zu viel. Frederik Herzog. Aber die Rebounds in der Offensive bei den Hamburgern, da sind sie schon bei 9 angelangt mittlerweile. 9 Offensiv-Rebounds. Das ist eine erstaunlich hohe Zahl. Da sehen wir es insgesamt wieder 17. Dadurch immer wieder die zweite Wurfchance. Erfolgreich von Herzog. Und das ist ja das im Basketball, wenn eine schlechte Trefferquote gar nicht so schlimm ist. Offensiv-Rebounds sorgen für eine weitere Wurfchance. 3 Punkte von Tyron McCoy, der war bisher sehr leise. Ja, ich glaube, das ist der erste erfolgreiche Korb von ihm. Bisher sehr zurückgehalten. Schnell abgeschlossen von Dwayne Woodward, der gefällt mir ausgesprochen gut. Ein schneller, wendiger Spieler. Manchmal hat man das Gefühl, der ist so schnell, da kommen seine Mitspieler mit dem Denken gar nicht nach. Was hat er denn jetzt vor? So hat es manchmal den Anschein. Spielerwechsel auf beiden Seiten. Nochmal dieser schöne Korbleger von Woodward. Oh, und Maras, was soll das denn da, dieses Geschubse nach dem Korb? Ach, das ist oftmals so albern, was da passiert. Das kommt andauernd vor und gehört zum Spiel. Ja, da will man dem Gegner noch einen mitgeben. Einschüchtern. Ja, ich glaube ganz einfach, dass man ihn aus dem Rhythmus bringen will, ein bisschen ablenken. Weil Woodward ist sicherlich so spielbestimmend bei den Hamburgern bisher. Herzog trifft gut von außen, gar keine Frage. Und die Hamburger, auch wenn es 30-27 steht, habe ich das Gefühl, dass sie zurzeit etwas besser im Spiel sind als die Frankfurter. Wärst du auch so ein Typ gewesen, nach erfolgreichem Korbleger von Woodward, dem mal so einen mitzugeben, noch so einmal kurz in die Rippen? Ja, ist an für sich nicht so sehr meine Art gewesen. Dafür gab es dann andere bei euch im Team. Man muss sich da wehren, man muss zur Sache gehen. Heutzutage ist das noch mehr, als es zu meiner Zeit der Fall war. Man muss sich Respekt verschaffen. Jetzt noch mal eine zweite Wurfchance für die Skyliners, Tyron McCoy. Ja, Tyron McCoy ist mehr so Ballverteiler heute. Gibt weniger die Aktion zum Korb. Rebound Steven Johnson. Und wieder Woodward. Und wieder zieht er durch. Und wieder trifft er. Und das Foul zieht er auch noch dazu. Das gibt einen Bonus-Freiwurf und den bisher lautesten Beifall der 3000 Zuschauer in der Alsterdorfer Sporthalle. Ja, ein bisschen enttäuscht wird man vielleicht sein beim Veranstalter. Aber man hat schon vor dem Spiel gesagt, Jungs, seid nicht böse. Entweder schauen sie das Spiel im DSF an oder die sind im Urlaub, denn es sind Ferien. Das konnte man sehen, also, dass er wirklich mit Tempo reinkommt und praktisch wie so ein Messer durch Butter geht, durch die Abwehr. Da muss sich Frankfurt was einfallen lassen, weil ansonsten werden sie das ganze Spiel damit Schwierigkeiten haben. Sechs Punkte Vorsprung für Hamburg. Die Hälfte des zweiten Viertels ist rum.
Ja, eigentlich ein guter Blick zum Korb. Und dann ist da Walter Palmer mit dem Offensiv-Rebound. Und zweite Wurfchance, wenn man so will, sogar die dritte. Palmer hat ja den Offensiv-Rebound dann vergeben. Der Sechser gefällt mir auch ganz gut. Dragic hat jetzt einige defensive und offensive Rebounds geholt. Auszeit schon angekündigt von Stefan Koch, dem Frankfurter Coach. Aber das geht erst beim nächsten toten Ball. Zwar reingestolpert, aber dann sich schon gesagt, jetzt sehe ich auch durch bis zum Korb. Raffiniert gemacht von Tyron McCoy. Ja. Er wollte es an sich gar nicht, sah jedenfalls nicht so aus. Dann hat er gemerkt, er wird gefoult. Und dann ist es sicherlich geschickter, auch so zu tun, als ob man einen Korbleger vorhatte. Auszeit Frankfurt und wir schauen uns einen Frankfurter an. Walter Palmer, letztes Jahr noch in Le Mans gespielt. Vorher in Gießen, in Bamberg, in Italien. Das sind ja alles Globetrotter zum Teil, diese Basketballer. Und da sehen wir doch mal sein gutes Auge, wie er antizipiert, wie er bei den Shotblocks die Bälle erahnt, beim Rebound erahnt, wie der Ball abspringen kann. Dazu kommt noch sein hervorragendes Wurfgefühl. Get it into Derek, have T start opposite right now. Inbounder goes level of the ball. Okay? All right? Ja, war nicht ganz so leicht zu verstehen, was Stefan Koch da meinte. Wir hören noch mal ein bisschen rein. Also er will das Spiel näher zum Korb hin verlagern. Er sagt ganz einfach, dass sie nicht in der Entfernung sind, von der sie normalerweise auch werfen. Und ich glaube, was wir verpasst haben vorhin, ist, dass er sicherlich verlangt, dass die ganze Mannschaft sich früher nach hinten orientiert und Woodward ganz einfach früher aufnimmt. Egal, wer jetzt gegen ihn Mann-Mann geht, weil er ist nun mal gut im 1 gegen 1 und man, alleine kann man ihn nicht halten, aber als Mannschaft müssen wir dazu in der Lage sein. Glaube ich schon, dass Stefan das auf jeden Fall gemeint hat. Na, da haben wir ihn nochmal, Stefan Koch, 36 Jahre alt, gebürtig aus Lich. War mal mit Gießen im Pokalfinale 99. Im Übrigen ein Trainer, der sagt, einer der wenigen, der sagt, diese 24-Sekunden-Regel, die finde ich blöd, weil sie dazu führt, dass viel mehr schlechte Würfe genommen werden. Hier sehen wir die Bilanz von Tyron McCoy, nur 25% seine Trefferquote. Also wenn Sie mal bei uns so diese Statistik da unten eingeblendet sehen, TQ, das steht für den IQ des Spielers, wenn man so will, die Trefferquote. Das ist ja ein ganz wesentliches statistisches Markenzeichen eines Spielers. Da haben wir Tyron McCoy, er gibt ab. Schön. Und abgelegt von Robin Gray. Prima gemacht von McCoy. Steal und Vorlage. Ja, Woodward wird jetzt früher aufgenommen. Ich glaube, eine Taktik ist sicherlich auch, ihn über die gesamte Länge des Spiels auch ein bisschen müde zu machen, weil er trägt natürlich die Last des Aufbaus. Zweiter Steal in Folge von Tyron McCoy. Passweg schön zugemacht und dann der Fastbreak. Und das hätten die beiden Punkte sein müssen. Jetzt moniert er natürlich, dass es faul war. Das habe ich aber nicht gesehen. Die Schiedsrichter auch nicht. Insofern gibt es Einwurf Seite. Ja, Frankfurter sind wieder sehr weit weg. Stefan Koch nicht haben wollte. Ja, das ist diese Zonenverteidigung der Hamburger, die dazu führt, dass man von außen die Würfe nehmen muss. Und diese Umstellung haben die Frankfurter noch nicht so hundertprozentig umsetzen können. Jetzt aber der erfolgreiche Wurf von draußen. Haben wir den Ausgleich, 33 beide. Und wie angekündigt, ein Spiel, wo sich noch keine Mannschaft durchsetzen kann bisher. Wir hatten ja selber beide Schwierigkeiten vor dem Match zu sagen, also die müssten es eigentlich machen. Schrittfehler. Ja, war einer zu viel. Der Frankfurt ist jetzt rangekommen mit 33-33. Sie sind halt etwas konsequenter gespielt und bei Hamburg war jetzt eine kleine Pause. So, da gibt es die nächste Auszeit, diesmal von den Hamburgern. Dann haben wir Tyron McCoy
im letzten Jahr ja einer der Topscorer überhaupt in der Liga, 23 Punkte im Schnitt. Aber so wie das gesamte Frankfurter Team in dieser Saison noch nicht mit den konstanten Leistungen. Da haben wir nochmal den Schrittfehler. Ja. Ein Schritt Step zu viel. Vier Ballverluste bei den Hamburgern, zwei bei den Skyliners. Bisher, das ist eigentlich eine relativ solide Bilanz. Die Defense der Frankfurter funktioniert noch nicht so 100%ig, wie Stefan Koch das gerne hätte. Die Mannschaft ist ja allgemein noch nicht so auf dem Niveau des vergangenen Jahres. Die Vorbereitungszeit war miserabel. Man konnte ganz selten nur in voller Besetzung spielen. Verletzungsprobleme noch und nöcher. Dazu die Anreise hier nach Hamburg gestern. Keine Chance noch mal zu trainieren in der Alsterdorfer Sporthalle. Nur eine kleine, mickrige Trainingseinheit vor der Abfahrt gestern nach Hamburg. Also da läuft noch nicht alles rund bei den Hamburgern, bei den Frankfurtern. Und die Saison, wie sie bisher gelaufen ist, eigentlich auch ein Spiegelbild der Vorbereitung und des Zustands der Mannschaft insgesamt. Mal läuft es prima bei Siegen in Bamberg und in Bonn. Sensationell gut eigentlich. Und dann mal wieder überhaupt gar nicht. Ja. Herzog ist wieder im Spiel. Er zeigt es uns auch direkt mit einem Korb. Er hatte eben eine kurze Pause draußen. Ich glaube, dann kommt die spielerische Linie auch wieder etwas besser zurück bei Hamburg. Ja, jetzt sind wir wieder in der Zone. Oh, tolles Handspiel. Hoppala. Super klasse. Also wirklich die Leute sehr geschickt auf sich gezogen, durchgesteckt. Einfache zwei Punkte. Wieder Herzog, der will es aber jetzt wissen, der Amerikaner, der mehr Stempel im Reisepass hat, als es Kieselsteine in der Elbe gibt. Der war schon überall, Australien, Japan, CBA, ein Reisender in Sachen Basketball. Da ist ein Fuchs. Zweie Bahn für Robert Marras aus Berlin. An den Main gewechselt, wenig Einsatzzeit gehabt bei Alba Berlin und Schlusslichterfelde waren da seine Stützen. Woodward. Und drei, aber der berührt den Ring nur marginal, Daniel Kutagic. Ich weiß nicht, ob er ein klassischer Drei-Punkt-Werfer ist. Frage ich mich so ein bisschen. Der Wurf war sicherlich in Ordnung, dass er nimmt. Aber ist das seine Position? Eher weniger. Klassischer Dreier und Vierer, mehr Richtung Vier tendiert. Also jemand, der mehr zum Brett spielen sollte. Ja. Jetzt hat er es gut ausgenutzt. Weil ich, wie gesagt, war es sicherlich etwas beweglicher als Fuhrmann. Mir fiel der Name gerade nicht ein. Konstantin Fuhrmann. Ja. Guter Arbeiter. Und das ist das andere Beispiel. Die 24-Sekunden-Uhr klingelt, während der Ball in der Luft ist. Er geht aber nicht rein. Deswegen ist es eine Verletzung der 24-Sekunden-Regel. Und es gibt Einwurfseite für die Skyliners. Wieder mal eine der schier unendlich vielen Regeln im deutschen Basketball. Das ist ja ein Wahnsinn, wie oft sich das da alles immer geändert hat. Die letzten Sekunden im zweiten Viertel. Vor der Pause. Ja, das passte nicht mehr. Das Foul kam nach der Sirene. Damit also die erste Halbzeit beendet. Eine 2-Punkte-Führung für die Gäste. 39-37 für die Skyliners. Und wir gehen ganz schnell rüber zu Markus Garwinkel. Der hat, glaube ich, Gerrit Terdenge bei sich. Das ist korrekt. Gerrit Terdenge bei mir. Gerrit, 11 Offensiv-Rebounds für die Hamburger. Was müsst ihr ändern? Ja, ganz einfach ausblocken. Das war schon die letzten Spiele unser Problem gewesen, dass wir zu viele Rebounds abgegeben haben, besonders bei Freiwurfsituationen. Da müssen wir uns in der zweiten Halbzeit ein bisschen ins Zeug legen und die Leute einfach besser raushalten. Das gilt
sowohl für die Großen als auch für die Kleinen. Das andere Problem, Duane Woodford, der hat 11 Punkte, geht so durch die Zone durch und macht einfache Punkte am Brett. Das darf normalerweise nicht passieren. Das stimmt, ist natürlich ein extrem schneller Mann. Da haben es unsere Aufbauspieler nicht einfach, den zu kontrollieren. Da müssen wir Großen wahrscheinlich ein bisschen besser helfen. Okay, Gerrit, danke. Jetzt in die Kabine. Wir sind auch nach einer kurzen Pause zurück hier in Hamburg mit dem Analyse aus dem DAB-Studio. Das brauchen die Frankfurter auch. Die Dreier von draußen. Unterm Korb waren sie jetzt sehr stark. Suhr auf der Bank. Für uns also ein bisschen überraschend. Aber ja, wir haben gesehen, dass er mit diesem etwas langsameren Spielertypen da nicht ganz so zufrieden war, der Trainer. Der Duane Woodward an der Freiwurflinie. Letztes Jahr gespielt bei Olympique Antibes in Frankreich. Er ist ein bisschen ruppig manchmal zu seinen Mitspielern. Wenn es mal nicht so läuft, wenn ein Freiwurf oder ein Korbleger daneben geht, dann schimpft er schon mal mit den Mitspielern. Trefferquote 60% bisher aus dem Feld, das ist natürlich klasse. Liegt aber auch daran, dass er wenig Würfe aus der Distanz nimmt, sondern viele sogenannte leichter Körbe, wenn man das so sagen darf, Korbleger. Schöne Variante jetzt. Ich glaube, das werden wir auch noch öfter sehen, halt diese Presse. Ja, die 2-1-2-Presse der Hamburger. Zwei lange hinten, einer in der Mitte und zwei kümmern sich vorne um den ballführenden Mann. Auch das eine beliebte Defense-Variante bei den Tigers. Ja, sie kommt vor allem der 24 Sekunden vor. Wenn man es schafft, die Mannschaft noch im Vorfeld zu beschäftigen, werden von 24 Sekunden schon wieder 6 abgezogen. Dann hat man noch weniger Zeit für die Offense. Kommt noch gerade die Information, dass Marc Suhr mit seinem Knie Probleme hat und nicht hundertprozentig fit ist.
wieder der Rebound von Fuhrmann, aber kann ihn nicht kontrollieren. Das fand ich ein bisschen überhastet. Steven Johnson, wenig zu sehen bisher von ihm. Ein erfahrener Spieler, der eigentlich mehr für seine Mannschaft machen müsste als bisher in diesem Match. Fuhrmann und Schrittfehler, richtig die Entscheidung von Schiedsrichter. Den Ball zu spät auf den Boden gebracht. Ja, vorher gegangen, etwas früher mit dem Dribbling anfangen. Da sehen wir Maxur auf der Bank, also Kniebeschwerden bei ihm. Er hat sowieso einige Schwierigkeiten mit dem Fuß. Verletzungsbedingt also derzeit auch die Pause für den 2,15 Meter Mann, den 31-jährigen Maxi. Maras, Fuhrmann, schöne Bewegung, weg vom Mann, schöner Sprungwurf von Maras. Ist er sehr geschickt, hat die Lichterfelder Schule besucht, wie viele aus der Bundesliga. Jetzt muss es schnell gehen. Tyron McCoy, der kann ja Tempo machen in solchen Situationen. Und da haben die Hamburger auch Respekt vor, sagte Peter Schomas gestern. Von dieser Schnelligkeit von Tyron McCoy. Und da ist er wieder vor Steven Johnson am Ball. Und dann das Foul von Dwayne Woodward. Ein böser Blick hinüber von Tyron McCoy Richtung Woodward. Denn das war ein ziemlich gemeines, gehässiges Foul. Bei Hamburg fehlt mir jetzt so ein bisschen die Geduld. Die Frankfurter sind jetzt schon etwas weggezogen, 7 Punkte, das heißt noch nicht viel. Aber bei den Hamburgern läuft der Ball noch nicht so rund. Kann natürlich auch sein, dass sie etwas müder sind vom Aufbau her. Herzog und Woodward spielen natürlich auch eine Menge Zeit. Frankfurt hat mehr gewechselt in der ersten Halbzeit. Das sieht zurzeit mehr Richtung Frankfurt aus. Stefan hat darauf hingewiesen, dass er auf jeden Fall haben will, dass sich alle an Woodward orientieren, dass wenn er nach vorne dribbelt, wir die auf jeden Fall eine Hilfe da haben, dass er nicht ungestört zum Korbleger kommt. Und gegen die Presse will er halt einen langen Mann vorne lassen, der nicht einfach abhaut, sondern immer als, englisch ausgedrückt, als Release, als Notlage auf jeden Fall da ist, um, wenn Schwierigkeiten da sind, halt altspielbar bereit ist, wenn die Aufbauspieler sich zum Beispiel verdribbelt haben oder so. Und zum Schluss nochmal die mahnenden Worte, hit the boards, also am Brett weiterarbeiten. Wir sind gut am Brett, wir müssen aber auch am Brett weiter gut bleiben. Gut rebounden als letzte Marschrichtung noch in der Auszeit. Freiwürfe von Tyron McCoy. So mal 9 Punkte Vorsprung. 9 Punkte auch bisher von McCoy. 12 Punkte von Robert Maras. Bisher der Topscorer bei den Skyliners. Und da wuselt er gerade rum, Robert Maras. Aber es war wenigstens gut rausgespielt. Sie hatten einen offenen Wurf. Mehr will man auch nicht erreichen. Er muss jetzt nur noch reingehen. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Robert Maras. Er hatte nämlich gestern Geburtstag und ist 22 Jahre jung geworden. Die Nummer 13 im schwarzen Trikot. Schön abgelegt. Ja, McCoy hat Größenvorteile. Ja. Gegen Heinichen. Er kann da sich sehr gut abposten, hat er gemacht. Ausgeholfen, Ball durchgesteckt. Shields macht einfache 2 Punkte. War eigentlich auch noch faul dabei, oder habe ich das jetzt ein bisschen zu kritisch gesehen?
Ja, sowas kann man pfeifen. Ich fand es ganz gut, dass sie es nicht gepfiffen haben. Weil Kontakt ist ganz einfach heutzutage fast immer mit dabei. Und die Hamburger brechen so ein bisschen ein hier in dieser Phase. Schnelles Spiel von Tyron McCoy und der schöne Assist auf Derek Taylor zum bisher höchsten Vorsprung in diesem Spiel. 52 zu 39. Und da wird es doch ziemlich ruhig in der Alsterdorfer Sporthalle. Vielleicht sollte jetzt das passieren, was Michael Papert sich so ein bisschen gewünscht hat. Nämlich, dass die Dollhouse-Mädchen hier mal ins Spielgeschehen eingreifen, um die Zuschauer in Wallung zu bringen. Eine etwas unglückliche Situation. Ja, ein guter Lauf der Skyliners. Outscored, also ein Lauf 6 zu 0. 6 Punkte in Folge für die Skyliners. Dwayne Woodward. Der lange Maras bei ihm, da muss irgendwo eigentlich ein Mismatch noch zusätzlich entstanden sein. Kein guter Wurf von Heinichen. Und der harte Arbeiter im Team, Konstantin Fuhrmann. Und er war wichtig, dass man jetzt nicht den Kontakt verliert, dass man dran bleibt. Weil 11 Punkte sind noch nicht viel. Die kann man aufholen, auch wenn jetzt Frankfurt sicherlich so ein bisschen Selbstbewusstsein getankt hat. Ja, jetzt sehen wir wieder eine Zone. Maras. Oh. Ja. Hat er sich vertan. Ja. Macht noch den Schrittfehler dazu. Ja, hat er nicht mit gerechnet oder vielleicht hat er es auch gar nicht gemerkt, dass Suhr wieder mit dem Spiel ist. Also von außen gegen eine Zone zu dribbeln ist manchmal cleverer als langer Mann. Haben wir jetzt gesehen, dann ist irgendwo die Hilfe da vom Kleinen und der Ball ist weg. Hinweis auf Doppelpass, der Warsteiner Fußballstammtisch morgen um 11 Uhr. Thema, na, was wohl, das Gart-H-Studio. Christoph Daum wird das Thema sein. Ein trauriger Tag für den deutschen Fußball heute. Morgen bei uns Thema im Doppelpass um 11 Uhr. Wir sind aber noch bei einem glücklichen Tag im deutschen Basketball. Premiere für uns. Eine Live-Übertragung aus einer der schönsten Städte in Deutschland, aus Hamburg. Aber denen geht es gar nicht so gut. Marc Suhr mit dem Schrittfehler wurstelt sich da durch, aber macht dann diesen technischen Fehler. Und das zählt auch als Ballverlust, wenn man per Schrittfehler den Ball abgibt. 6 bei den Skyliners mittlerweile. Gute Defense vom langen Maras. Charging, sagt Dwayne Woodward, also Offensivfoul. Oh, und dann sagt der Wörter, puh, die bestehen nur aus 4 Buchstaben und sind ganz gehässig. Da sehen wir es also faul, nee, weiß nicht. Nein, also er hat sehr viel Tempo gemacht und halt auch ein bisschen die Balance verloren. Muss man nicht fallen. Sicherheit nicht. Walter Palmer, von unserem Mann der ersten Halbzeit bisher noch wenig zu sehen. Und das gibt Einwurf Schwarz, sehr zum Zorn. Der eine salomonische Entscheidung. Richtig faul war es nicht, aber war vielleicht so weit dran, dass er nicht mehr werfen konnte. Noch 2 Sekunden auf der Uhr, der 24 Sekunden Uhr und das war der Ball. Schade, war schon längst. Wir haben noch einen Schnellangriff gesehen, weil dann wären sie noch mal 2 Punkte rangekommen. Das wäre wichtig gewesen. Ja, das ist also ein taktisches Foul, wenn man so will, um den Fastbreak zu unterbinden. Was ein bisschen schade ist für sie daheim, denn für uns auch, denn Fastbreak Basketball ist nun mal mit der attraktivste Basketball, den es gibt, wenn es schnell geht. Woodward. Und ein 3-Punkte-Wurf von Carsten Heinichen. Ja, wichtig. Ganz wichtig. 44 zu 52. Der Dreier von Carsten Heinichen. 32 Jahre alt. Einer der Urgesteine im Team. Aber die Antwort von Tyron McCoy. Ebenfalls 3. Das war jetzt wieder so ein kleiner Stich ins Herz für die Hamburger. Auch richtig. Aber Hamburg hält dagegen.
Ja, der muss doch irgendwann mal müde werden. Michael, das ist das andere in der Halbzeit. Wie lange kann Woodward das durchhalten? Macht fast alles da für die Hamburger. Aus der Ecke. Und dann Einwurf, gelb. Ein bisschen überhastet. Auf jeden Fall haben die Hamburger schon erreicht mit der Zone. McCoy hat zwar einen Dreier getroffen, aber sie haben etwas mehr Kontrolle. Ich würde mal dabei bleiben bei der Zone. In der ersten Halbzeit haben sie auch über längere Zeit Zone gespielt und das war eigentlich ganz gut gegen die Frankfurter. Sie mischen das sehr. Ich bin noch nicht genau hintergekommen. Sehr oft wechseln sie das, je nachdem, ob sie erfolgreich abgeschlossen haben oder nicht. Das bestimmt so ein bisschen, in welche Verteidigung sie eingehen. Peter Schomas, der Trainer der Hamburger, sagte mir gestern, das wäre eines seiner Rezepte, einfach willkürlich auch mal die Defense-Systeme zu wechseln, um den Gegner zu verwirren. Also solche Bälle müssen mal rein. Jimmy Shields, der Fehler von draußen. Nur 2 Punkte bisher für Shields in diesem Match. Und dann noch einmal Heinichen für 3. Rebound Shields. Ja, Derek Taylor versucht jetzt wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen. Ordnung. Ja, herrlich. Er kann immer noch gut zum Korb ziehen. Er ist nach wie vor ein sehr schneller Spieler, Derek Taylor. Ballgefühl abgelegt zum 57:46, 11 Punkte Vorsprung für die Gäste. Kein Foul, gute Defense von Shields, Palmer saugt weg den Ball, liegt ab auf Taylor und der macht die Punkte. 13 Punkte wieder vor, 1:20 vor dem Ende des dritten Viertels. Ja, so schnell kann das gehen. Da waren die Tigers so ein bisschen wieder auf Tuchfühlung und dann schnelle Punkte für die Skyliners. Woodward vergibt und das könnte jetzt eine ganz, ganz kritische Phase werden für die Tigers. Foulspiel von Woodward gegen Derek Taylor. Wechsel auf Seiten der Frankfurter. Ja, wir sehen es hier, 54% die Quote aus dem Feld. Das ist ganz ordentlich. Bei 41 bei Hamburg, das ist zu wenig. Also jetzt auch gerade der Wurf von Woodward, er muss sicherlich Würfe nehmen, ist gar keine Frage. Aber wenn er halt selber nach vorne dribbelt und dann direkt wirft, dann ist das halt auch für den Rest der Mannschaft hier kaum Gelegenheit, ihm zu helfen. Was ist eine gute, was ist eine schlechte Wurfquote? Das hängt natürlich oftmals vom Spielverlauf ab, ob viel Defense, harte Defense von beiden Seiten gespielt wird. Aber für sie als Richtlinie vielleicht, als grobe Richtlinie, alles über 50% ist eigentlich ganz gut. Und alles unter 50% ist, so wie Michael Papa das gerade sagte, eigentlich zu wenig. Kann aber reichen, wenn man selber als Team eine sehr gute Defense spielt. Oh, der hat ein tolles Ballgefühl. Und wie er da zum Korb zieht. Also es ist schon ein exzellenter Basketballer, dieser Dwayne Woodward. Jahre jung. Aus dem kann auch richtig was werden. Palmer. Dass Geduld da ist bei den Frankfurtern. Das ist der Nachteil der Zonenverteidigung. Haben wir jetzt gerade sehr gut sehen können. Man orientiert sich sehr stark zum Ball und weniger zum Ball. Und zwei Frankfurter waren in sehr guter Position für den Offensivrebound und haben ihn dann auch reingetroffen. Also wichtige Punkte nochmal für die Frankfurter zum Ende des dritten Viertels. 63:48 die deutliche Führung für die Skyliners. Und jetzt müssen die Tigers im Schlussviertel aber wirklich ordentlich gegenhalten, um hier noch einigermaßen was reißen zu können. Wir sind gleich zurück und Sporthalle in den Momenten, wo es sich so schwerfällt, auf Basketball zu konzentrieren, tun wir es doch. Weil wir vorbildlich sind in unserer Einstellung mit den Skyliners in Schwarz und den Tigers in Gelb. Beginn des Schlussviertels. Schön, dass Sie noch dabei geblieben sind. Das heißt, Sie haben Ahnung von Basketball und wissen, dass so ein 15-Punkte-Vorsprung eigentlich gar nichts ist. Das ist zwar nicht wenig, aber das kann man durchaus noch aufholen. Muss aber zugeben, Michael, das wird ein bisschen eng für die Hamburg Tigers, wenn sich da jetzt nicht ganz zügig was ändert. Und gerade die Schlussphase des dritten Viertels hat gezeigt, die Skyliners sind derzeit
gut drauf. Tyron McCoy hat da prima gearbeitet. Ja, dritte Viertel von Herzog hat man sehr wenig gesehen. Ja, wird sicherlich auch wesentlich enger gedeckt. Und die Frankfurter beherrschen irgendwo halt auch den Rebound. Da ist schneller Herzog. Jetzt gut abgerollt. Der muss mal rein. Ja. Zweiten Versuch. Wie früher Moses Malone in der NBA. Immer erst nach dem Offensiv-Rebound die Punkte machen. Ist gut für die Statistik. Kriegt man noch einen Rebound angerechnet. 63-50. Trotzdem noch die Führung für die Gäste. Dabei Manndeckung. Ja. Schöne Hilfe von Woodward. Und da zieht er zum Korb. Maras sieht das ein bisschen zu spät und zieht dann auch das Foul. Ja, da sehen wir es nochmal. Er kommt ein bisschen spät. Ja. Er hätte die Hände gerade lassen müssen. Dadurch, dass er jetzt nach vorne gegangen ist, ist das Foul auch vollkommen in Ordnung gepfiffen. Gerade oben lassen und ihn erstmal diesen Wurf reinmachen lassen. Das. Aber man ist, ist immer leichter gesagt, von draußen da reinzureden. Merkst du auch jetzt, ja? Ja. Einen Job als Co-Kommentator, dass man von draußen die Dinge alle so prima sieht und denkt, ja, hättest du doch, oder warum machst du das denn nicht? Er muss aber jetzt rein. Tja. Auf Dwayne. Ja. Sehen wir wieder eine Presse. Ja. Und Rückspiel. Good. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn jetzt so eine Pressdeckung stattfindet, dann heißt das ja für die ballführende Mannschaft, dass sie mehr Schwierigkeiten hat, aus der eigenen Hälfte zu kommen. Und in dieser Saison hat man nur noch 8 Sekunden Zeit, um aus der eigenen Hälfte zu kommen. Vorher waren es 10 Sekunden. Und auch das ist eine Umstellung für die Mannschaften, gerade wenn es gegen eine Pressdeckung geht. Herzog. Ah, ein guter Blick zum Korb. 3 Punkte für den Mann, der genau dafür eingekauft wurde, nämlich von draußen zu treffen. Sind nur noch 9 Punkte. Also Hamburg kommt jetzt was ran. Ja, auch das Publikum wacht auf. Da ist noch nicht alles verloren für Hamburg. Mit Sicherheit nicht. Wegkommen. Der Hamburgs Ball. Und Dwayne Woodward. Es geht schon zur Sache. Schöner Dreier aus der Ecke von Frederick Herzog, muss man ja sagen. Als Amerikaner. Ja, er muss aufwachen. Also die Mannschaft braucht ihn jetzt in der Schlussphase. Gar keine Frage. Kann ich alles Woodward machen. Ja. Und die Langen sind überfordert. Ja, Foulspiel von Suhr. Das war sowas von offensichtlich. Nein, da hätte vorher ein Dollhouse Girl mit dem Foulplakat herlaufen können. Also. Wir haben aber vorher 5 Sekunden gepfiffen. Ach, also vorher noch 5 Sekunden? Ja. Dann. Ich habe darauf geachtet und gesehen, wie er seinen Gegner wegdrückt. Aber 5 Sekunden. War eine sehr gute Defense von Frankfurt. Aber Frankfurt braucht jetzt auch ein Erfolgserlebnis. Oh, schön durchgesteckt. Oh la la, ein tolles Auge von McCoy auf Walter Palmer. Da sehen wir hier ganz kurz, wie da Robert Maras verarztet wird. Da gerade am Kinn verletzt hat. Steven Johnson, für mich eine Riesenenttäuschung bisher in diesem Match. Ja, von ihm hat man so gut wie gar nichts gesehen. Also jedenfalls im Angriff, da muss er noch ein bisschen mehr Initiative zeigen. Er ist ein Spieler, der ein gutes Händchen hat von außen. Steven Johnson, auch so ein Globetrotter, der schon überall gespielt hat. Letztes Jahr in Braunschweig mal in den Schlagzeilen war, als er erwischt wurde, wie er
Marihuana geraucht hatte. Positive Probe. Ich glaube, wir machen die Leute mal ein bisschen heiß. Wir reden über sie und dann geben sie uns die Antwort. Ist auch in Ordnung. Eine der wenigen schönen Aktionen von Steven Johnson zum 65-56 unter 10 Punkte. Und dann will Steven da gerade noch mal zulangen. Ja, vielleicht wacht er jetzt noch was auf. Das wäre gut für Hamburg. Und wir haben den Rebound. Und das Foul von McCoy. Dritte Foul von Tyron McCoy. Ja, da schiebt er mit der Hüfte. Und hier nochmal Woodward. Also Respekt vor ihm. Er geht also wirklich dahin, wo es weh tut. Er scheut überhaupt keinen Kontakt auch unter dem Korb. Und das über 40 Minuten. Ja, jetzt sehen wir wieder einen Wurf. Steven Johnson, drei. Ja, der wäre wichtig gewesen. Nochmal so ein Schub für das Team Steven Johnson. McCoy gegen Woodward. Palmer gegen Fuhrmann. Ja, Fuhrmann hätten vielleicht haben können den Ball. Derek Taylor, und der zieht zum Korb und der macht ihn doch noch in der letzten Sekunde der 24-sekündigen Angriffszeit. War gut verteidigt von Hamburg und dann in der letzten Sekunde noch so einen reinzukriegen, das tut weh, gerade in der jetzigen Situation. Oh, ja. Foulspiel. Foulspiel von Shields an Konstantin Fuhrmann, den jungen Ukrainer. Eine schöne Aktion von ihm, durchgezogen auf den Mann zu. Jetzt hier Derek Taylor. Das ist schon klasse. Das ist schon klasse, das kann man nicht anders sagen. Ich bin fast sicher, dass am Ende seines zweimonatigen Vertrages, der ja dann nächste Woche ausläuft, Kai Nürnberger soll bis dahin wieder fit sein, dass er irgendwo anders runterkommt. Ich würde fast sagen, dass er in Frankfurt bleibt. Oder er bleibt in Frankfurt. Aber was machen Sie denn mit Nürnberger und Pascal, wenn Pascal Roller wiederkommt Ende des Jahres? Ich glaube, Pascal Roller, das dauert noch was. Ich glaube, für den Rhythmus der Mannschaft wäre es ganz gut, wenn er bleiben würde. Wie viel ich gehört habe, Pascal Roller, das dauert noch eine ganze Zeit lang. Ach so. Oh, McCoy. Schöne Bewegung, leider vorbei. So, jetzt ein Dreier. Du hast meine Gedanken gelesen. Oder so. Ja. Schön durchgesteckt. Die Grafik unten lügt. Zwei mehr sind es für die Tigers. 67-59. Ja, und Stefan Koch sagt zum Richtung Anschreibetisch, das kann nicht sein, dass ihr das zählen lasst. Zu dem technischen Kommissar am Tisch, Rudi Steinkamp. Denn Stefan Koch sagt, er hat viel zu lange in der Zone gestanden. Das kann nicht sein. Da zählen wir doch mal mit. Nee, das kann. Ich glaube, er meint den Fuhrmann an der Seite. Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, er hatte über die 24 Sekunden nur geredet, dass die gar nicht gelaufen ist oder so. Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe sie jetzt nicht im Blickwinkel gehabt. Ich habe nur die Worte von Stefan Koch gehört. Ja. Er hat doch die ganze Zeit da gestanden. Möglicherweise meint er auch. Wenn er drei Sekunden, dann würde ich eher mit dem Schiedsrichter meckern und nicht mit dem Tisch. Ja. McCoy, Derek Taylor, gute Defense von Woodward und der geht noch rein. Einer, der gar nicht reingehen darf eigentlich. Gut verteidigt gegen Derek Taylor, aber auch solche Würfe. Ja, das war so einer, wo Schnee drauf liegt. Die gehen sehr manchmal schön rein. Steil geworfen. Bis unter das Hallendach. Ja. Der zählt nicht. Foul von Robin Boy. Da sehen wir es nochmal. Das ist absolute Klasse. Ja, das ist. Die Defense von Woodward war einwandfrei. Und er hat an für sich auch das erreicht, was er haben wollte. Einen Wurf, den, wo man vielleicht nur einen von 20 trifft. Aber er hat getroffen. Ja, und er war nur für zwei. Er stand mit dem Fuß auf der Linie.
Und wir gehen einmal ganz kurz zu Markus Garwinkel, der uns über das aufklären wird, was parallel zu diesem Spiel noch im Internet war. Markus. Ja, auch heute an meiner Seite Isabella Müller-Reinheit, die Sport1-Moderatorin wieder. Ihr zeigt ja das Spiel auch live, die ganze Übertragung. Und da gibt es noch viel mehr, Isabella. Genau, so wie du immer in den Auszeiten deine Lieblings-Cheerleader wählst, so können unsere Internetzuschauer zu Hause vor ihrem PC den Lieblings- oder den besten Spieler des Tages wählen. Und jetzt momentan liegt Robert Maras vorne mit 22%, dicht gefolgt von Tyrone McCoy mit 20%, also zwei Spieler von den Opel Skyliners. Ich denke, da geht doch noch mal was. Tyrone McCoy mit einem überragenden Spiel, aber kein Hamburger dabei. Nee, aber den habe ich dafür nachher dann im Studio. Wenn das Spiel dann vorbei ist, gibt es bei uns noch so 20, 25 Minuten Live-Check. Und dabei ist Marc Suhr, glaube ich, war es. Genau, Marc Suhr ist auf jeden Fall im Live-Chat. Also mal reinklicken bei sport1.de. Bis dahin. Parallel den Fernseher laufen lassen, bitte. So kann es ja nicht gehen, dass das Internet uns noch die Zuschauer klaut. Sehen wir hier Derek Taylor, das sieht doch auf dem Fernseher noch ein bisschen schöner aus als im Internet. Oder, obwohl die Zeit wird kommen und ich glaube, sie ist gar nicht mehr fern, wo das Internetbild dem des Fernsehbildes ebenbürtig sein wird. Und will ich nicht wissen, was da noch alles auf uns zukommt. So, jetzt schauen wir uns erst einmal die Gegenwart an. Die heißt Frederik Herzog an der Freiwurflinie. Kompliment vielleicht an die Zuschauer, weil Maras da ein 1 zu setzen, erkennt man schon eine ganze Menge vom Spiel, weil er ackert unheimlich unterm Korb und ist auch sehr effektiv vorne in dem Angriff. Das ist schon klasse. Und jetzt Marc Suhr und da lässt er sich den Ball noch abnehmen. Das war nicht eine gute Chance für den Center, da noch die Punkte zu machen. Bisschen vermisse ich manchmal eben die letzte Konsequenz. Da sehen wir es nochmal. Herzog rettet. Suhr hat den Ball und dann muss er einfach konsequenter ziehen. Aber gut aufgepasst. Ich glaube, es war Tyrone McCoy, der da. Ja, sehr schnelle Hände. Mit flinken kurz Händen reingegriffen. Jetzt das Duell Suhr gegen James Shields. Da sehen wir es nochmal. Ja, die flinken Hände von Tyrone McCoy. Die hat Marc Suhr da nicht gesehen. Sprungball. Oh, der war aber irgendwie schlecht geworfen. Oder habe ich das jetzt mit einem verzerrten Auge gesehen? Dwayne Woodward. Oh, Fehler von ihm und die Fastbreak-Chance. Taylor, McCoy und Schrittfehler. Ja, genau. Eine gute Entscheidung. Von am Anfang, kurz hinter der Mittellinie, hatte er Schrittfehler gemacht. Genau. Vielleicht sehen wir es nochmal in dieser Wiederholung. McCoy, da ist der Schrittfehler. Ja, ein zu viel. Richtige Entscheidung. 11 Ballverluste. Hamburg 7 bei den Skyliners. Ich glaube, jetzt wird er gleich verlangsamen. Ja, die Frankfurter haben jetzt mehr Zeit. 10 Punkte vor, 3,50 vor dem Ende. Nur runterlaufen lassen. Immer noch ein beliebtes Mittel, auch wenn es nur noch 24 Sekunden sind für einen Angriff. In 7 Sekunden müssen die abgeschlossen haben. Schön abgebrochen. Und da kommt Shields ans offensive Brett. Gut gearbeitet von Jimmy Shields. Aber leider erntet er nicht den Erfolg. Da sehen wir es nochmal, wie er da aus dem Hintergrund herangesprungen kommt, versucht direkt den Korb zu machen. Einwurf Hamburg. Woodward. 3 von Herzog. Schön von Gerrit Herdenge rausgetippt den Ball. Ein bisschen Glück gehabt. Derek Taylor. Und die gute Rebound-Arbeit der Hamburger in der ersten Halbzeit. Sehen wir jetzt auf der anderen Seite. Nach wie vor Ballbesitz für die Frankfurter. Oh, ein schwacher Einwurf von Derek Taylor. Drückt in die Hände von Frederik Herzog.
Steven Johnson. Sehr gut den Gegenspieler und den Ball. Da ist eine Verteidigung fast unmöglich. Gerade auch gegen die langen Leute. Sehr geschickt. Oh. Ach, schade. Ja, wir sehen, dass die Frankfurter sich jetzt viel Zeit lassen in der Offensive. Nochmal kurz hier diese Bewegung. Sur versucht noch ein bisschen frei zu blocken. Maras kommt zu spät. Und abgelegt von Dwayne Woodward. Die Frankfurter haben mehr Zeit. Also sie sollten das schon etwas ausspielen. Oder 24 Sekunden Uhr kommt jetzt den Hamburgern sicherlich etwas entgegen. Und wer hat das Geld hier? Dwayne Woodward ist es. Der Steal gegen Derek Taylor. Stefan Koch, der Coach der Skyliners, will die Auszeit, kriegt die Auszeit. 2 Minuten vor dem Ende. Sind nur noch 6 Punkte. Also wir können hier noch ein ganz, ganz enges Spiel sehen. Das war jetzt ein ganz wichtiger Stil. Ballgewinn von Woodward, hat darum gekämpft. Er wollte den Ball sicherlich mehr, als vielleicht Taylor ihn wollte. Taylor wollte vielleicht kein dummes Foul danach machen. Naja, Hamburg ist auf 6 Punkte rangekommen. Ja, ganz klar, der Mann bei den Hamburgern, Dwayne Woodward. Er soll zum Führungsspieler werden in dieser Mannschaft. Wir lauschen noch mal kurz bei Stefan Koch. Johnson is the weaker defender. Let's get the ball in T's hands and let T bring it up. Okay? Let's get the ball in T's hands and let T bring it up. All right? Press offense right now. Press offense. Er will eine Presse spielen und er will ganz einfach, dass Derek Taylor den Ball nach vorne bringt, weil er wird von Steven Johnson verteidigt. Und Stefan Koch sagt ganz einfach, dass Steven Johnson sicherlich in der Defense nicht so gut ist wie Woodward. Obwohl er wahrscheinlich dann Tyron McCoy mit gemeint hat. Ich wollte gerade sagen, genau, Tyron McCoy. Tyron McCoy spielt eigentlich gegen Steven Johnson. Ja. Meine da der Woodward. 22 genau. Punkte von ihm bisher bei einer tollen Quote von 62% aus dem Feld. Da haben wir T. Genau, da ist er. Gegen Steven Johnson, aber so schlecht verteidigt er gar nicht. Fast den Stil. Ja, der hilfesuchende Blick von Tyron McCoy zu Stefan Koch. Der zeigt ganz kurz, was er machen soll. Das ist immer noch die beste Lösung. Ich habe es noch nicht gesehen, wenn er gesagt hat, werfen, hat das gut umgesetzt. 2 Punkte Tyron McCoy. 72-64, 1:35 vor dem Ende. Ah, klasse. Und Offensivfoul, aber das muss er mir jetzt mal erklären. Okay, wir haben natürlich dieses wunderbare technische Hilfsmittel. Da sehen wir es. Ja. Er springt hoch, Jimmy Shields. Also so einen Pfiff habe ich ganz, ganz selten gesehen. Ab und zu, wenn ich vielleicht selber mal früher welche geblockt habe, habe ich mir den gewünscht. Also er geht schon in den Mann rein, aber in der Situation ist es wirklich ein schwieriger Pfiff. Nochmal die Punkte von McCoy zu sehen und jetzt also Einwurf für Frankfurt. Das war natürlich ein Pfiff, der besonders wehtat. Jetzt kommt noch dazu, dass dieses taktische Spielchen losgeht. Die Hamburger wollen natürlich so viel als möglich die Uhr anhalten. Dann haben wir Peter Schomers, den Coach der Hamburger, mit einem leicht enttäuschten Blick, denn das verläuft nun in den letzten Sekunden überhaupt nicht nach seinem Geschmack. Noch. 8 Punkte der Rückstand für die Hamburger. Der Pfiff andersrum wären wieder 6 Punkte drin gewesen. Nur Abstand. So, Sprungball gibt es. Ich glaube, man kann jetzt jeden aus der Halle fragen, für wen der Ball wäre. Jeder hat eine andere Meinung. Ich habe mehr für Hamburg gesehen. Die Frankfurter saßen direkt davor. Die würden es aber nicht zugeben. Ich habe keine Meinung gehabt. Deswegen hätte auch Sprungball gesagt.
Noch nicht so, da haben wir die Fähre. Liebe Zuschauer, leider haben wir Probleme mit unserer Leitung zum Basketball nach Hamburg. Unsere Techniker arbeiten aber bereits daran, sodass Sie so schnell wie möglich live dabei sein können. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis. Jetzt muss es ganz schnell gehen bei Dwayne Woodward, ganz schnell. Drei Punkte müssen her, so schnell wie möglich. Da sind sie, Steven Johnson. Und jetzt, wenn es geht, irgendwie die Uhr anhalten. Ballgewinn auf Teufel komm raus, selbst auf die Gefahr eines Fouls. Wenn es jetzt zu einem Foul kommt, gibt es Freiwürfe. Ja. Denn die Anzahl der Mannschaftsfouls hat bereits die Zahl 4 überschritten in diesem Viertel. Das heißt, es gibt also jetzt für dieses Foul Freiwürfe. Aber sie müssen irgendwas machen, denn die Hamburger, sie können es nicht zulassen, dass die Skyliners hier die Uhr runterspielen. So, jetzt gibt es eine Auszeit. Die letzte in diesem Spiel. Die letzte Aktion. Woodward sieht Johnson frei. In dem Fall übernimmt Johnson die Verantwortung und trifft mit einem Dreier. Das ist eine klitzekleine sicherlich jetzt noch vorhanden für die Hamburger. Aber ich nehme an, dass Frankfurt doch clever genug ist, das jetzt irgendwie so über die Zeit zu bringen. Wir haben jetzt Freiwürfe. Für Frankfurt gewonnen. Ist nur einer drin, ist so eine kleine Chance. It's gonna come to your side, okay? One screen by Costa, another screen by Mark. Stagger screen with the big guy, okay? See if you can trail. You inbound the ball, okay? Ja, kam ein bisschen gerade überraschend für uns. Keine technischen Schwierigkeiten, die wir zu entschuldigen bitten. Aber wir sind wieder live dabei in der Schlussphase in der Alsterdorfer Sporthalle. Bei der Partie DCJ Hamburg Tigers gegen die Opel Skyliners aus Frankfurt. Ja, gute Laune haben sie immer noch. Die Fans, ein bisschen das Problem, sagten uns ja die Veranstalter, die Hamburger hier vor dem Spiel, dass Ferienzeit ist, Herbstferienzeit in Hamburg. Es sind so viele verreist, die ansonsten selbstverständlich zum Basketball gekommen sind. So, die letzten 41 Sekunden, zwei Freiwürfe für Derek Taylor. Ein guter Schütze, normalerweise von der Freiwurflinie immer Quoten, so über 80%. Insofern sieht es also aus, dass er hier seinen... Oh, nur einen macht und dann kommt Walter Palmer und das war's. Kinders, also dann müsst ihr schon dafür sorgen, dass der lange Schlags da rausgeblockt wird. So wäre es sogar ein 3-Punkte-Spiel. 67 zu 75 heißt es übrigens aktuell. Also 8 Punkte Vorsprung für die Skyliners. Da sehen wir es. Ja. Ich glaube, das Spiel ist zwar noch nicht ganz vorbei, aber die Frankfurter haben sich letztendlich unter dem Korb besser angestellt, besser durchgesetzt, mit mehr Tempo. Und von daher sicherlich auch den Sieg verdient. Sie waren so ein bisschen engagierter, hatte ich das Gefühl. Und bei Hamburg war eigentlich immer nur Woodward zu sehen von den langen Leuten in der ersten Hälfte. Ab und an Konstantin Fuhrmann, Marc Suhr enttäuschte. Mag aber auch daran liegen, dass er wirklich verletzungsbedingt ein wenig gehandicapt ist. Und hier Spieler wie Walter Palmer haben dem Spiel in dieser Partie die Akzente gesetzt. Ja, die letzte verzweifelte Aktion von Dwayne Woodward, das war's, kann man sagen, die letzten 10 Sekunden, da gibt es auch keine Fouls mehr auf Seiten der Hamburger. Also ein wenig enttäuschend nach diesem guten Saisonstart, 6 zu 2 Punkte für die Tigers. Dann diese etwas ernüchternde Heimniederlage gegen die Frankfurt, gegen die Opel Skyliners aus Frankfurt, die ja noch kein Auswärtsspiel in diesem Jahr verloren haben. Das dritte Auswärtsspiel für die Skyliners und der dritte Sieg. Und ich schaue mal eben, wo unser Wieselflinker Markus Kranklisse ist. Da war es und er wird sich am
5, sie sind zu Hause heimstark. Wir haben das gewusst, hat man gesehen, dass sie sind sehr, sehr aggressiv zum Rebound gegangen. Das war erste Halbzeit, war das unser Problem. Zweite Halbzeit haben wir es abgestellt. Und wir wollten heute gewinnen, um nicht abzurutschen von der Tabelle. Wir wollen oben mitspielen. Und das ist natürlich Halbfinale, da wollen wir hin. Es sieht so aus, als wenn ihr lang immer besser zusammenspielt. In der Defense vor allem klappt das aushelfen. Ihr habt in der zweiten Halbzeit viele, viele Rebounds geholt und die Bretter beherrscht. Ja, wir hatten in der Vorbereitung, ja, wie gesagt, viel Verletzungspech. Walter Palmer ausgefallen, Jimmy Schieter nicht richtig trainiert. Ich denke, langsam kommen wir zusammen. Wir finden uns immer besser. Und ich denke, wenn wir weiter so spielen und weiter so hart trainieren wie bisher, haben wir gute Chancen, uns noch mehr weiterzuentwickeln und oben mitzuspielen. Robert, vielen Dank. Jetzt die Erholungspause für dich. Auch für Sie. Wir sind gleich zurück mit der Analyse dieses wichtigen Spiels für die Frankfurt Skyliners. Abschließend nochmal unsere Analyse aus dem Direktanlagebank-Studio zu der Partie des BCJ Hamburg gegen die Opel Skyliners. Da haben wir nochmal einige schöne Szenen für Sie vorbereitet aus diesem Match. Es war am Ende doch eine deutliche Angelegenheit und das hatte viel damit zu tun, dass bei Frankfurt ein Tyron McCoy mitspielte, der, man muss sagen, wirklich Extraklasse war, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Wir haben da eine schöne Szene aus der zweiten Halbzeit, war es, glaube ich, wo er gegen drei Mann spielt. Schauen Sie mal, da kommen drei Mann auf ihn zu und trotzdem macht er noch den klugen Pass in die Mitte auf den Jimmy Shields. Also das war schon allererste Klasse von Tyron McCoy gespielt. Aus der Bedrängnis heraus noch den freien Mann gefunden. Dazu hat er auch das offensive Brett gut attackiert, also ein guter Rebounder noch dazu gewesen. Immer wieder gut sich eingesetzt unter dem Korb. Ja, bei uns im Studio ist der Trainer des siegreichen Teams, der Opel Skyliners, Stefan Koch. Stefan, das war eine sehr disziplinierte Vorstellung der Mannschaft. Sie haben ja eine nicht so gute Vorbereitung gehabt aufgrund zahlreicher Verletzter. Jetzt der dritte Auswärtssieg in Folge. Das läuft doch ziemlich rund eigentlich, gerade in Fremdenhallen. Naja, wir haben heute gewonnen. Ich finde nicht, dass wir so gut gespielt haben. Wir haben, glaube ich, in der zweiten Halbzeit ein bisschen unsere Leistung gesteigert. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, sind wir noch bei weitem nicht da, wo wir sein wollen. Wir haben am Mittwoch auch ein Auswärtsspiel gehabt in der Europa-Liga in London, wo wir sehr schwach gespielt haben. Und man merkt deutlich, dass wir keine gute Vorbereitung hatten, dass unsere Nationalspieler spät kamen, dass wir zwei Spieler erst spät verpflichtet konnten. Und eben, dass danach die Verletzungen kamen von Walter Palmer, der immer noch nicht 100% ist, und natürlich unsere beiden Spielmacher, Kai Nürnberger und Pascal Roller. Aber aufgrund der Tatsache bin ich mit dem Sieg heute sehr zufrieden, mit der Leistung phasenweise. Aber der Sieg ist wichtig für uns, dass wir dranbleiben und auch jetzt ein bisschen Selbstvertrauen haben. Wir haben nach dem Spiel heute in der Bundesliga zwei weitere Auswärtsspiele und von daher ist es gut. Ja, von meiner Seite, was mir aufgefallen ist, ist, dass gerade in der zweiten Halbzeit auch die Langen insgesamt doch dominiert haben gegenüber den langen Leuten von Hamburg. Sie haben sich besser in Szene gesetzt, haben ihre Schnelligkeit gegenüber ihren Gegenspielern ausgenutzt. Und war das auch so der zweite Schlüssel zum Sieg? Wir haben in der Halbzeit eigentlich als erstes Thema den Rebound angesprochen. In der ersten Halbzeit hatten wir 9 defensive Rebounds und Hamburg 10 offensive. Das heißt, mehr als die Hälfte ihrer Fehlwürfe haben sie zurückbekommen. Und das darf natürlich nicht der Fall sein. Ich glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit härter gereboundet haben. Und wir haben auch den großen Leuten gesagt, dass sie in der ersten Halbzeit alle ihre Aktionen fadeaway waren. Also weg vom Korb, Sprungwürfe in nach hinten fallen. Und wir haben ihnen gesagt, sie sollen hart zum Brett gehen, attackieren. Und ich glaube schon, dass sie das, wie du geschrieben hast, besser gemacht haben in der zweiten Halbzeit. Also dann doch lobenswerte Worte vom Coach Stefan Koch. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Nach dem Spiel jetzt nochmal zur Mannschaft und ein bisschen Selbstvertrauen mitgeben für die nächsten Aufgaben. Dann wird es vielleicht nochmal was mit einem Heimsieg. Das wäre ja mal was von den eigenen Fans. Wir haben natürlich auch noch den Trainer des Gegners befragt. Nicht ganz so gut gelaufen heute für die Gastgeber. Markus Krawinkel ist bei Peter Schomas. Peter Schomas, Ihr Team in der ersten Halbzeit beim Rebound vor allem gut mitgehalten. Dann in der zweiten Halbzeit wurde die Trefferquote schwächer und die Langen konnten sich nicht durchsetzen. Marc Surba auf der Bank, hatte er Probleme verletzungsbedingt? Nö, der hatte Probleme foulbedingt. Ja, der hatte 3 Fouls, der hat ja beim Jumpball schon sein erstes Foul gemacht. Und so wie man Marc kennt, hat er einfach Schwierigkeiten, ein ganzes Spiel durchzustehen. Und wenn er zur Halbzeit schon 3 Fouls hatte, dann habe ich mir gedacht, dann schone ich ihn mal ein bisschen, bringe einen schnelleren Mann. Und wir ziehen mal das Tempo ein bisschen an. Aber hat leider nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne? Was war der entscheidende Faktor für diese Niederlage heute? Also insgesamt würde ich mal sagen, dass die Intensität in der Defense nicht hoch genug war. Wir haben die Frankfurter einfach zu
zu leichten Körben kommen lassen im Low Post und aus der Penetration heraus, das heißt zum Korb zu ziehen. Aber sie sind viel zu leicht zum Korb gezogen, wir haben ganz schlecht geholfen, sind nicht in die Passwege, haben die Passwege nicht verteidigt. Und das hat es denen relativ leicht gemacht, obwohl sie heute nicht den besten Tag hatten, denke ich mal. Sie und Ihr Team sind als Tabellendritter heute in das Spiel gestartet. Wo sehen Sie das Saisonziel der Hamburger? Ich sage immer, es ist schwer zu sagen, weil im Moment wissen wir genauso wie andere Mannschaften noch nicht genau, wo wir stehen. Ich denke, die Mannschaft hat viel Potenzial. Wir haben vor der Saison gesagt, es wäre schon ganz toll, wenn wir die Playoffs erreichen würden, Achter werden würden. Was wollen natürlich viele Mannschaften. Im Moment stehen wir auf dem dritten oder vierten Tabellenplatz oder fünften, sechsten jetzt, ich weiß es nicht. Und nach fünf Spielen ist natürlich noch überhaupt nichts entschieden. Ich denke, das wird noch ein ganz enger und ein harter Kampf dieses Jahr. Es wird sehr ausgeglichen werden und Konstanz ist Trumpf. Ne? Okay, vielen Dank, Peter Schomas. Ich gebe zurück ins Direktanlagebank-Studio. Ja, wo sind wir eigentlich? Dritter oder Sechster? Das ist alles ein bisschen durcheinander in dieser S. Oliver Basketball-Bundesliga. Wir sind auch ein bisschen überrascht über die Ausgeglichenheit hier in der Liga. Wir konnten am Anfang gar nicht damit rechnen, dass zum Beispiel Brandhagen so schlecht spielt, Gießen so gut. Dann ist da noch der mitteldeutsche BC, der immer wieder überrascht. Es gibt immer wieder Überraschungen und auch heute. Michael, wir konnten uns ja gar nicht festlegen, wer denn so gewinnen sollte oder könnte vom spielerischen Vermögen her. War der Ausgang für dich am Ende überraschend? Überraschend nicht. Ich glaube, vom Papier her hat die bessere Mannschaft gewonnen. Sie hat sich durchgesetzt, gerade in der zweiten Halbzeit. Und Stefan Koch hat es praktisch auf den Punkt gebracht. Sie haben aus den Fehlern in der ersten Halbzeit gelernt und halt gesagt, wir müssen aggressiver beim Rebound sein, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Und wenn wir zum Korb durchziehen, dass wir dann halt eben nicht ausweichen. Und das haben sie sehr gut umgesetzt und mannschaftlich geschlossener waren sie auch. Hamburg soll aber jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, das bringt gar nichts. Ich glaube, dass sie einen guten Auftakt hatten. Andere Mannschaften hatten da nicht so viel Glück. Und ich glaube, dass sie sehr gut mitspielen können und auch eine sehr gute Chance haben, in die Playoffs zu kommen. Gut, also da haben wir den dritten Auswärtssieg für die Skyliners im dritten Spiel. Schauen wir eben auf die anderen Ergebnisse. Da war ja heute noch einiges los in der S. Oliver Basketball Bundesliga. Wir haben Ihnen ja in der Halbzeit schon einige Ergebnisse nachliefern können. Hier sind Sie noch mal alle im Überblick von heute. Hamburg gegen Frankfurt haben wir gesehen. Bamberg gewinnt zu Hause gegen Trier. Leverkusen ein deutlicher Erfolg gegen Braunschweig. Du liebe Zeit, über 40 Punkte. S. Oliver Würzburg verliert knapp gegen die Baskets aus Bonn. Und Ulm unterliegt gegen die wirklich starken Gießener. Ja, die Saison ist noch jung, das ist der fünfte Spieltag. Das Schöne an dieser Liga ist also das Ausgeglichene, dass da jeder irgendwie jeden schlagen kann. Klar, Alba Berlin und TSV Bayern 04 Leverkusen sind so ein bisschen davon geeilt. Schauen wir mal auf die Tabelle, wie das derzeit aussieht nach diesen fünf Spieltagen. Also Leverkusen und Berlin. Die Berliner spielen morgen. Dann haben wir Gießen. Die Skyliners, Bonn, Hamburg, der mitteldeutsche BC. Das ist der Stand in der oberen Hälfte und hier die untere Hälfte mit Würzburg, Bamberg, Braunschweig, Brandhagen. Auch die spielen morgen noch gegen den mitteldeutschen BC, Oldenburg, Trier und Ulm. Das also der Überblick in dieser noch so jungen Saison. Ja, ziehen wir ein Fazit. Es war ein guter Auftritt der Skyliners. Ich glaube, wenn die ihre Spieler wieder an Bord haben, wie Kai Nürnberger oder Pascal Roller, dann können die durchaus wieder ums Halbfinale mitspielen. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass sie dadurch noch etwas ausgeglichener werden, noch mehr Ideen reinbekommen. Kai Nürnberger war ein dominierender Assistgeber, also Vorlagengeber letzte Saison. Und wenn man den wieder dabei hat und Pascal Roller, wird das Spiel mit Sicherheit noch variantenreicher. Gut, soweit also von hier aus Hamburg von der